Hallo meine Lieben, heute machen wir leckere Schokobrötchen und dafür braucht ihr 4 Esslöffel Rapsöl, 4 Esslöffel Milch, 300 Gramm Mehl, 2 Eier, wobei eins für später ist, für die Schokobrötchen einzustreichen vor dem Backen, leckere Schokotröpfchen, ein Päckchen Backpulver, 90 Gramm Zucker und 250 Gramm Quark. Das habe ich jetzt euch zusammen erstmal alles in die Schüssel gemacht und nun rühren wir das mit einem Knethaken mal 2-3 Minuten durch, bis alles gut wird. Lieben, hier bin ich nochmal für euch. Ich habe jetzt die fertigen Teigkugeln auf das Backblech gelegt und habe die Kugeln mit Eigelb eingestrichen, damit sie beim Backen schön goldbraun werden. Und jetzt ab damit in den Ofen. Und wenn sie fertig sind, hoffe ich, dass ihr natürlich auch so leckere Schokobrötchen auf dem Teller habt wie ich hier. Und ich sage nur, Daumen hoch, die sind echt super lecker. Wenn euch dieses Rezept gefallen hat und ihr gern mehr sehen wollt, würde mich das freuen. Dann schickt mir einen Daumen hoch. Gerne könnt ihr eure Fragen und Anregungen in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal sehen wollt, was ich für euch nachkochen soll. Und bitte seid nicht ganz so